enden meine Abschläge bei einer vorgezogenen Altersrente, wenn ich die Regelaltersgrenze erreicht habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir erhalten auf rentenbescheid24.de jeden Tag ganz, ganz viele Anfragen zu vielen Rententhemen. Unter anderem eine ganz kuriose Anfrage, die uns erreicht hat. Ich möchte in eine vorgezogene Altersrente gehen, und zwar mit 63. Ich weiß, dass ich 14% Abschlag bekomme. Ich bin der Meinung, dass ich diesen Abschlag dann nicht mehr habe, wenn ich die Regelaltersgrenze erreicht habe. Also sozusagen, ich habe einen befristeten Zeitraum für diesen Abschlag. Ist das wirklich so? Nein, meine Damen und Herren. Wer eine vorgezogene Altersrente als Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nimmt und in dieser Rente, wir haben jetzt hier das Beispiel gewählt, den maximalen Abschlag von 14,4% hat, der wird diesen Abschlag ein Leben lang haben in seiner Rente, auch wenn er seine individuelle Regelaltersgrenze oder das Lebensalter für die Regelaltersgrenze erreicht hat. Dieser Abschlag endet dann nicht, wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben. Das gilt auch für die Fälle, hatten wir auch schon. Ich beziehe eine Rente mit 63 und kann ja in anderthalb Jahren eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten, weil ich ja schon mit 63 meine 45 Arbeitsjahre erreicht habe. Auch hier gilt die Regel. Nein, der Abschlag endet dann nicht, wenn Sie Ihr Lebensalter für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreicht haben, sondern Sie werden, wenn Sie einmal bindend eine Altersrente bekommen haben mit Abschlag, diesen Abschlag ein Leben lang in Ihrer Rente weiter haben. Das ist die Regel. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.